So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist 21 Uhr, es ist Zeit für die Plaudemarie Live Plaudersprechstunde. Mit mir der Eva, die Inga ist nicht da, die hat immer noch Hausverbot, weil die Bienen total krank sind. Wir sind immer noch am Husten, mein Mann hat jetzt mittlerweile auch das Fieber erreicht. Von daher ist auch unsere Halloween-Party für morgen abgesagt. Leider, das heißt, wir basteln heute auch nicht viel mit Halloween. Ich habe ja schon das im Vorschaubild gezeigt. Das Ganze wollte ich eigentlich mit euch noch beleuchtet machen, aber dann machen wir heute einfach was anderes, um einfach zu vergessen, dass unsere geliebte Halloween-Party, wir hatten 54 Gäste eingeladen, die haben wir heute aber wieder ausgeladen, weil es einfach nicht geht. Wir sind zu krank, die Kinder husten, wir husten, mein Mann und ich, wir sind einfach noch nicht fit genug und deswegen machen wir einfach was anderes. Na, gucken wir einfach mal, was wir heute Abend machen. Ich habe so ein paar andere Sachen vorbereitet. Es geht nämlich um Papier. Eine Sache zur letzten Woche. Ist ganz lustig. Wir kennen das Spiel ja jetzt gerade mit der Silhouette-Software, dass so ein bisschen Probleme sind bei manchen. Ich arbeite ja mit einer Live-G-Software, in der ich einfach Bildschirm teilen kann und Fotos zeigen kann, neue Kamera dazu schalten und so weiter und so weiter. Die haben auch eine neue Software und diese hat letzte Woche nämlich einen Bug gehabt. Ganz, ganz viele, die mit dieser Software live gehen, sind eingefroren, hatten schlechte Qualität und so weiter und so weiter. Das wurde angeblich bis heute gefixt. Ich möchte denen aber einfach die Treue halten. Das ist jetzt schon das dritte Jahr. Dementsprechend probieren wir es. Wenn ihr seht, dass es nicht geht, die Admins, ich habe das Handy direkt vor mir liegen, sagen mir Bescheid, sollte ich wieder einfrieren. Weil es ja auch nur mein Bild ist, das einfriert und der Rest ist es nicht. Von daher liegt es wirklich an dieser Software, nicht an der Datenleitung, die wir jetzt nochmal erhöht haben. Also wahrscheinlich seht ihr, wenn es so weitergeht, bald die Pickel, die ich nächste Woche bekomme. Nein, Spaß beiseite. Sagt ihr mir einfach Bescheid, und dann gehe ich bei Facebook halt einfach live und dann probieren wir es anders. So, wir starten heute mit dem Thema Papier. Papier ist, haben wir letzte Woche ja über das Messer auch schon mal gesprochen. Ganz wichtig, ihr braucht ein gescheites Messer. Ihr müsst schauen, dass ihr wirklich für Papier ein eigenes Messer habt. Papier ist das Thema von Miriam Brückner von miriamkreativ.de. Wer gerne und viel Papier macht, muss einfach bei ihr mal vorbeischauen auf dem Blog. Sie hat unheimlich viele Beiträge zu Alternativmessern, zu Matten auffrischen, zu wie stelle ich mein Messer ein. Ich versuche euch das heute auch mal so ein bisschen beizubiegen oder noch mal so ein bisschen an den Mann zu bringen, weil ganz viele einfach denken, okay, gut, ich nehme Messer 10, Druck 33, volle Bulle. Und dann wundert man sich, dass das Messer hakt, weil natürlich das Messer in der Schneidematte irgendwo stecken bleibt. Oder weil das Schnittbild beschissen aussieht. Also da ist es wirklich, ihr könnt bei Papier die filigransten, abartigsten Sachen machen. Eben wie gesagt, bei Miriam zum Beispiel die Pop-up-Karten. Oder ich habe mal jetzt auch von der Steffi was mitgebracht mit den ganz dünnen Grashalmen. Oder die Tunnelkarten. Vorhin hat die Miriam auch einen ganz süßen Beitrag. Das ist jetzt nicht obermäßig filigran, aber dass sie einige ihrer Karten auch in oder einige ihrer Rahmen auch kleiner gemacht hat in die winzig kleinen DM-Rahmen. Und auch da hat sie am Anfang gesagt, Leute, ihr müsst, das geht nur, wenn ihr die richtigen Einstellungen für euer Papier gefunden habt. Und wir versuchen heute einfach uns da mal ein Stückchen dran zu tasten, dass ihr wisst, wo kann ich anfangen, auf was muss ich achten. Ja, es kann sein, dass das gleiche Papier in weiß und das gleiche Papier in rot eine andere Schnitteinstellung hat, weil es einfach von der Erstellung so ist. Es kann sogar bei Flexfolien manchmal vorkommen, dass weiß und braun eine andere Schnitteinstellung hat, so vom Druck, so ein bisschen ein Ticken. Es ist einfach die Zusammensetzung, um auf diese Farben zu kommen, das chemische Verhältnis der ganzen Geschichten. Da müsst ihr einfach wissen, womit spiele ich am besten. Bitte nicht mit dem Messer, weil es bringt nichts, wenn das Messer tiefer reingeht, sondern wirklich mit dem Druck oder mehrere Durchgänge machen. Was ist der Überschnitt? Wofür brauche ich den? Darüber reden wir heute. So, jetzt gucke ich erstmal, ob ich euch sehe. Ich sehe euch, ich sehe eure Kommentare. Sehr schön. Cool. Dann sage ich erstmal Hallo, hallo, Anne. Du musst schlafen? Ja, dann geh ins Bett, Anne, wenn du natürlich morgen früh raus musst. Die Julie ist auch krank. Ja, ich glaube, das geht im Moment einfach rum. Das ist leider einfach so. Und da müssen wir jetzt durch. Aber meine Mama ist aus dem Krankenhaus heute wieder zurückgekommen. Wir haben zumindest Licht am Ende dieses Tunnels. Na, da geht es zumindest gut weiter. Ja, also ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was. Das war das Vorschaubild auch für die Sprechstunde. Da habe ich einfach auch so einen Kreisrahmen gemacht, wie ich euch auch gezeigt habe mit den Kugeln. Da waren ja ganz viele, die dann gefragt haben, Ma, wie sieht denn das Ganze denn von hinten aus? Das Ganze sieht natürlich von hinten kacke aus, weil wenn man von hinten einfach nur eine Lichterkette reinlegt,
liegt die ja irgendwo. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, man möchte das Ganze von vorne wie von hinten haben, ist es eigentlich super einfach zu machen. Ich kann es euch am schönsten an dem Beispiel von dem Halloween-Rahmen zeigen. Ich habe den Halloween-Rahmen zweimal geschnitten, also diesen Kreis. Ich habe ihn zweimal geschnitten, gegengleich, wie hier. Dann habe ich dazwischen eine Effektfolie gelegt und in dem Fall ist es sogar nur eine transluzente, ganz einfache Vinylfolie. Und dann habe ich das Ganze wieder auf der anderen Seite zusammengeklebt, mit einem 2 cm breiten Band fixiert und schon habe ich einen Hänger, der von vorne wie von hinten gut aussieht. Also es geht wirklich relativ schnell. Wir machen heute auch eins zusammen, sogar noch mit, am besten noch mit einer Lichterkette, wie hier auch. Da habe ich das einfach nur ein Stück offen gelassen, dass ich an meine Lichterkette drankomme, dass ich die an- und ausmachen kann. Ihr seht, es ist winzig klein. Dann habe ich auch die Einstellungen für mein Papier gefunden. Das sind sogar verschiedene Papiere. Ich mache es immer so, das empfehle ich euch auch. Wenn ihr Papier gekauft habt, sei es von Gmund, sei es von Folia, sei es von Action, sei es von Teddy, von sonstigen, hebt euch immer Reste auf. Ich habe zum Beispiel hier auf der Messe letztes Jahr in Frankfurt Papiere mitgenommen und habe mir eckenweise das abgeschnitten, so die Reste, und habe mir die Schnitteinstellungen draufgeschrieben. So könnt ihr euch das einfach merken, führt ein kleines Büchlein, klebt euch da die Reste rein, dann könnt ihr euch immer wieder daran erinnern, wie war die Einstellung für dieses Papier. Und dann kann es höchstens sein, dass dass das Messer nicht mehr ganz so sauber ist oder nicht mehr ganz so scharf ist wie damals. Da kann es dann höchstens sein, dass ihr ein paar bisschen vom Druck anheben müsst. So, ich muss jetzt einfach mal gucken. Ja, ich muss um 3 zum Flughafen. Oh, das wäre cool. Flughafen ist immer gut. Jetzt reden wir erstmal über das Papier. Was braucht ihr, um Papier zu schneiden? Ich habe jetzt ein automatisches Messer hier drin. Da habe ich damit angefangen, habe mir ganz brav ein P drauf gemacht, dass ich weiß, das ist mein automatisches Messer für Papier. Und schon habe ich das erste richtig gemacht. Das ist wie früher mit der Schneiderschere, wenn mein Vater mich erwischt hat im Garten draußen mit der Scheiße, ich habe mein doch, das ist mein Tee. Ich habe mit der Schneiderschere angefangen, Papier zu schneiden oder Blümchen. Hat er mich immer fast umgebracht, weil man einfach die Schere abnutzt und dann ist es für Papier nicht mehr brauchbar. Genau. Was wichtig ist, ihr braucht eine Matte, die zwar leicht klebt, aber eine Matte, die auch wirklich noch klebt. Warum? Weil ihr wirklich aufpassen müsst, dass wenn die Einzelteile innen drin, wenn ihr schneidet, wollt ihr ja auch, dass das Papier liegen bleibt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel vorhin einen Kreis geschnitten und würde die Matte überhaupt nicht mehr kleben, könnte es passieren, dass eben dieses ausgeschnittene Teil dann auf meiner Matte rumrutscht oder unter das Messer reinrutscht. Das heißt, die Matte muss auch wirklich noch kleben. Sie soll zwar leicht kleben, dass ich mein Papier unbeschadet wieder runterkriege, aber sie muss noch kleben. Also hier in dem Fall war es mal eine stark klebende Matte, die dann über die Wochen halt irgendwann mal nur noch leicht geklebt hat. Und wenn ich merke, dass sie gar nicht mehr klebt, frische ich mir sie auf, entweder mit diesem Two-Way Glue Stick Klebestift, den hatten wir im letzten Video schon empfohlen. Oder ich nehme einfach eine neue leicht klebende Matte. Das ist ganz wichtig. Die Miriam hat zu mir gesagt, du hast die richtigen Schnitteinstellungen, wenn du fertig bist und dein Objekt abziehst und der Rest auf der Matte kleben bleibt. Den könnt ihr dann abschaben mit dem Geodreieck oder eben mit einem Rakel und dann habt ihr alles richtig gemacht. Wir schneiden dann sowieso noch was zusammen. Nur das ist ganz, ganz wichtig. Eine Matte, die klebt, ein Messer, das nur für Papier ist. Dann haben wir schon mal die erste Miete. Dann kauft euch Papier. Ich habe zum Beispiel schwarz und weiß, habe ich mir qualitativ hochwertiges Papier gekauft, weil ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann. Und ich mache einfach viel, gerade an Weihnachten, in weiß oder in schwarz. Welches ihr da nehmt, ist euch überlassen. Die Miriam empfiehlt auch ein ganz tolles Papier. Das habe ich zum Beispiel in weiß. Dann die Steffi empfiehlt Mundpapier, das habe ich jetzt zum Beispiel in schwarz, aber ich gehe nie über 220 Gramm. 250 Gramm maximal, 300 Gramm ist schon wieder zu viel. Da muss ich zu oft drauf rumschneiden und da komme ich auch vom Basteln her nicht so gut zurecht. Also ich mag 220, 250 Gramm Papier maximal. Das könnt ihr gut mitfahren. Und dann eben, wenn ihr angefangen habt, euch da ein bisschen reinzutesten, schreibt euch immer gleich drauf, schneidet euch eine Ecke ab, schreibt es euch drauf, klebt es euch in ein Heftchen ein,
wenn ihr die richtigen Einstellungen gefunden habt. Es darf auf keinen Fall eine Ecke rund sein. Es muss wirklich so sein, dass es sich ablöst, ohne dass ihr nacharbeiten müsst. Natürlich, wie jetzt bei mir gerade bei den Sternen, verhakt es sich manchmal drin, man kriegt es nicht sofort ab, aber es muss wirklich durchgeschnitten sein. Für alle, die mit Papier starten, ja, es ist normal, dass eine Matte, mit der ihr mit Papier schneidet, so aussieht. Also die Papiermatten sehen einfach so aus, weil ihr durch das Papier durchschneiden müsst, ist klar. Wir bei Flexfolie zum Beispiel ritzen wir ja nur so weit an, dass der Träger unten gerade bleibt, dass wir entgitteln können. In dem Fall wollen wir das aber nicht. Wir wollen ja wirklich, dass das Objekt komplett durchgeschnitten ist und wir es einfach von der Matte lösen können und uns freuen. Ich habe hier zum Beispiel eine Sache aus Papier geschnitten. Du bist großartig. Das ist von Letterling. Die hat ganz tolle neue Schriftzüge. Gehen natürlich auch in Vinyl. Ich habe es jetzt hier aus Papier gemacht. Willst du dann nächste Woche aus Holz auch mal machen? Oder eben sowas. Da könnt ihr, na, das kann man schön aufhängen. Ihr könnt wirklich ins Extreme gehen. Guckt mal euch bei Miriam Brückner von miriamkreativ.de um. Es ist abartig, wenn ihr euer Papier gefunden habt, eure Messereinstellung gefunden habt. Gehen bei Papiersachen, da werdet ihr wahnsinnig. In der allerersten Sprechstunde, in der die Miriam Brückner hier war, hat sie ihre ganzen Pop-up-Karten gezeigt. Also das ist Kunst. Es ist wirklich Kunst. Und ja, ihr könnt es auch, weil im Endeffekt müsst ihr eigentlich nichts machen. Ihr müsst es nur schneiden und dann zusammensetzen nach Anleitung. Miriam macht ja ganz tolle Anleitungen. Es ist wirklich nicht schwierig. Ihr müsst euch nur trauen, dass ihr wirklich selbst die Einstellungen für das Papier finden müsst und nicht etwas vorgekaut bekommt. Ihr könnt Richtwerte kriegen. Ich sage immer bei mir, ich fange so bei Messer 4 an, oder Messer 3, Messer 4, Druck 26, Doppelschnitt, Überschnitt. Und so fange ich an. Guck mir das Schnittbild an und dann teste ich weiter. Guten Abend, guckt, wärst du mal so lieb und würdest deine Leuchtkugel von hinten zeigen. Genau das ist das, was ich meine. Meine Leuchtkugel sieht von hinten natürlich kacke aus. So. Halt, ja, gut. Eigentlich sieht sie nicht kacke aus, weil ich da die... So sieht meine Leuchtkugel von hinten aus, weil ich im Moment keine Lichterkette drin habe. Die habe ich mir nämlich rausgeklaut, um das hier heute zu machen. Wenn ich mir die Lichterkette da jetzt aber wieder reinbaue, so, ich mache das da raus. Wenn ich mir die Lichterkette jetzt hier wieder reinbaue, ist natürlich hinten die Lichterkette drin. Was du machen kannst, wenn du nicht willst, dass man sie sieht, kannst du entweder die Kugel hinten blind machen. Das heißt, du nimmst dir einen Frostspray und sprühst es rein oder pinselst es mit einer Satinierfarbe an, dass sie von hinten eben blind ist, dass ihr das nicht seht. Oder was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du es wirklich gut festklebst hier hinten und machst noch eine Schicht von der Glimmereffektfolie drüber. Ich würde aber wirklich, wenn ich es jetzt in den Raum stelle, würde ich mir eine Farbe nehmen. Nee, da hinten sind sie. Da sind meine Farben. Nein, aber da ist kein... Wo haben wir es? Satinierfarbe. Da würde ich mir eine Satinierfarbe nehmen. Und ein Schwämmchen und wird mir die Kugel von hinten wirklich satinieren. Dann kann man nicht mehr durchgucken. Dann hast du die Kugel von vorne schön und von hinten schön, weil man einfach die einzelnen Pünktchen nicht mehr sieht, sondern das Satinierte. Wir können es auch mal machen schnell. Kann das vielleicht trocknen? Hab ich hier noch Papier? Das macht die Seite. Aber ich brauche eigentlich die... Genau, weil ich gerade lese, habe mir den ganzen Schnitt versaut, weil die Matte nicht gut geklebt hat. Ja, das ist schlecht. Die Matte muss gut kleben, weil sonst zieht er nämlich wirklich alles raus. Können wir sogar mit noch ein bisschen Farbe machen. Ich habe wieder keine Handschuhe an. Na, jetzt lassen wir die erste Schicht trocknen. Jetzt ist es satiniert. Dann könnt ihr es gerade, kannst du noch mal drüber gehen. Wir lassen es jetzt mal trocknen. Machen wir wieder zu. Dann hast du die Kugel von vorne klar, von hinten satiniert. Und schon sieht man die Lichter nicht mehr so. Wenn ich da jetzt aber dran fasse, habt ihr meine Finger dran. Müssen wir wenigstens kurz trocknen lassen. Kurz trocknen lassen.
So, jetzt schieben wir mal die Kugel auf die Seite. Zum Beispiel habe ich nämlich heute auch, irgendwie ist mein Tisch zu klein, Folgendes gekauft. Zum einen die Kugeln, aber bei denen ist es mir eigentlich relativ wurscht dann, wenn man was durchsieht. Also das soll dann wirklich auch von vorne und von hinten sichtbar sein, da ist es mir wurscht. Aber diese Kugeln werde ich auch satinieren, das da. Weil ich mag es eigentlich auch nicht gerne, so wie du es gerade gesagt hast, wenn man die Lichterketten drin sieht. Die werde ich auch satinieren oder mit irgendeiner Farbe vielleicht sogar und dann mit Vinyl bekleben, dass es dann so aussieht. Na, dann ist es. Kann man das anmachen? Lichterketten habe ich echt für alle möglichen 100 Leute da. Aber da sieht man das ist jetzt altes Glas. Oder hier. Das ist jetzt mit Farbe, weil ihr könnt natürlich auch einfach nur satinieren. Das habe ich mit den Kindern gemacht am Wochenende. Da können die sich nämlich immer voll austoben. Hier habe ich auf jeden Fall noch ein. Aber jetzt fangen wir einfach mal an mit so einem Leuchtrahmen. Inga hat noch Hausverbot, ja. Die Inga hat noch Hausverbot. Da habe ich übrigens auch drüber nachgedacht, jetzt nicht über das Hausverbot, weil wir ja immer am Überlegen sind, was machen wir zwischen die verschiedenen Lagen rein. Das ist jetzt eine Sterneffektfolie da drin. Oder hier habe ich, wie gesagt, eine transluzente Vinylfolie genommen. Oder da könnt ihr euch ja total, hier ist eine Glimmereffektfolie hinten dran. Bei dem. Ich habe mir überlegt, es sieht aber bestimmt auch sau cool aus, wenn man mit dem Laminiergerät zum Beispiel eben Streuherzen, Streusternchen, Streudeko, was auch immer einlaminiert, das dann im Kreis ausschneidet und das zwischenrein macht. Jetzt nicht unbedingt an Weihnachten, aber wie hier jetzt zum Beispiel bei dem Home Sweet Home. Das muss ja jetzt nicht unbedingt weihnachtlich sein, wenn man da Streuherzen einlaminiert als Zwischenlage und das dann irgendwie beleuchtet, sieht bestimmt auch total cool aus. Ich bin jetzt echt hin und her gerissen zwischen Home Sweet Home und dem Sonne, Mond und Sterne, weil der Max nämlich vorhin gesagt hat, er hätte das gerne über dem Bett hängen beleuchtet. Von daher glaube ich fast, dass wir Sonne, Mond und Sterne heute Abend machen. Können wir uns das mal anschauen, weil dann kann ich euch zeigen, eben wie ich das gemacht habe, mit dem Beleuchten und dann aufhängen. Das ist echt ganz einfach. Und wir schneiden auf jeden Fall noch was. Das machen wir jetzt als erstes. Wir schneiden, dann kann der nämlich schneiden, während ich bastel. So. Es gibt verschiedene Papiere, wisst ihr selber. Es gibt beim Action-Tonpapier, es gibt Folia, es gibt Gemund, alles Mögliche. Guckt es euch mal an, fühlt es schon einmal. Guckt, was auch ganz wichtig ist. Reißt es auch mal durch, ist es ein durchgefärbtes Papier, was natürlich ärgerlich ist, wenn ihr euch schwarz gekauft habt und ihr reißt es an und es ist innen drin weiß. Man sieht das natürlich, gerade wenn ihr sowas macht und irgendwann guckt so von oben drauf, sieht man, dass die Schnittkante weiß ist. Also da würde ich sowieso die Finger weglassen. Ich meine, wenn es jetzt nur ein schnelles Projekt sein soll, ist es nicht so schlimm. Aber gerade wenn man eine Karte macht oder was man aufhängt, würde ich gucken, kauft euch qualitativ hochwertiges Papier, das zumindest durchgefärbt ist. Weil sonst ist es natürlich ärgerlich. Wenn es hell ist, ist es wurscht. Aber bei einem dunklen Papier, gerade bei Schwarz mit einer weißen Schnittkante, ist es einfach nicht schön. Meine Meinung. So, dann gucken wir mal. Ich habe zum Beispiel einen Tonkarton. Der ist relativ dick. Aber wir können mal was schön filigranes schneiden. Ich hole euch mal auf meinen Bildschirm. Ach so, so rum. Nein, ich bin wieder da. Jetzt nicht mehr. Ich müsste wieder da sein. Ich warte mal ganz kurz. Ich muss immer bis 8 zählen. Und wieder da. Dankeschön, Andrea. Dann weiß ich, dass ich wieder da bin. So, ich öffne mir mal was. Ich gucke mal, was hier so ist. Geil. Ach, irritiert mich das. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Liebe. Irgendwas mit Liebe wäre doch toll.
Guck dir mal, das ist doch schön. Das ist schön klein, das ist schön filigran, das ist schön abartig klein. Ne? Das ist so wie das O-Tannenbaum, was ich euch... O-Tannenbaum, ich kann das gar nicht anders aussprechen. Ne? Das ist so wie das O-Tannenbaum. Schön klein, schön dünn. Das ist von Letterling. Geht natürlich auch mit Vinyl. Ich finde es aber total süß. Jetzt beispielsweise aus Papier oder dann vielleicht sogar aus Holz, ne? Wenn es angeblich dann bald alles sehe. Ich zeige dir gleich, wie man das alles einstellt. Hier brauche ich jetzt zwar eigentlich keinen Überschnitt, weil ein Überschnitt ist für eine Ecke gut, aber wir machen es trotzdem nochmal. Jetzt gehen wir mal wirklich ganz ebschig auf 8,5 cm. So, aber wir machen es auch nur so rum, sonst schneidet er zu ewig. So, bitteschön. Jetzt gehen wir mal auf Senden. Dann zeige ich euch hier mal, was ihr alles einstellen könnt. Also das da oben ist mir wurscht. Wie gesagt, da könnte bei mir auch Butterbrot stehen. Ich will schneiden. Automatische Klinge ist klar. Dann stelle ich mir jetzt, guck ich mal, was suche ich mir für ein Papier aus. Ich könnte ja dieses schöne Kraftpapier wieder nehmen. Da habe ich ja hier noch Reste. Ja, wäre schön doof, wenn man das jetzt nicht nutzen würde. Also klebe ich mir das jetzt hier wieder auf die Matte auf. Guckt wirklich, dass die Matte klebt. Bei Papier bitte nicht seitlich nur mit Washi-Tape festmachen. Da werdet ihr euch ärgern, wenn ihr dann anfängt, das Zeug hin und her zu schieben. So, ich lade mir das jetzt mal. Sonne, Mond und Sterne sind runtergefallen. So, also gut. Das Kraftpapier ist eines der dickeren. Ich glaube, es hat 220 Gramm. Ich gehe jetzt auf Messer 4-mal zum Testen. Wenn ich sehe, dass es nicht gut funktioniert, gehe ich lieber wieder zurück auf Messer 3. Da teste ich mich jetzt mal durch. Ich gehe jetzt mal auf 24 vom Druck und mache 2 Durchgänge. Warum 2 Durchgänge? Papier ist ja auch geschöpft, es hat Fasern. Wir knallen nicht auf einmal durch. Wir gehen erst durch die Schicht 1 und dann auf die Schicht 2. Gut. Geschwindigkeit 4 ist okay. Ich weiß, dass die Miriam sogar zum Teil noch schneller schneidet. Ich fahre mir ganz gut mit Geschwindigkeit 4. Ihr könnt aber natürlich auch noch schneller gehen. Bei Papier müsst ihr nicht Geschwindigkeit 1 nehmen, weil ihr natürlich auch eine gewisse Grundgeschwindigkeit braucht, dass er da überhaupt durchkommt. So, hier ist die ganze Geschichte mit dem Überschnitt. Wenn ihr auf mehr geht, könnt ihr euch das hier unten, wo ich bin, sogar noch angucken. Ich stelle mich jetzt mal hier auf die Seite. Hier unten ist noch mehr. Hier könnt ihr noch Länge, Menge einstellen. In dem Fall, in dem ich jetzt gerade bin, ich mache immer 0,1 mm. Was ist ein Überschnitt? Ein Überschnitt bedeutet, dass er die Ecke nicht so fährt, sondern er geht runter, geht 0,1 mm über die Ecke drüber, setzt ab, macht das Ganze bei der nächsten Ecke auf, fängt eben 0,1 mm vorher an und macht dann die Ecke so. Das heißt, er saugt nicht rund, sondern er macht wirklich eben diesen hier. Na? Dann werden die Ecken schöner. Gut. Gehen wir wieder zurück. So, 4, 24 Durchgänge, 2 Überschnitt haben wir jetzt mal eingestellt. Wobei wir den Überschnitt hier nicht brauchen, weil hier nicht viele Ecken sind. Na? Aber gerade bei eckigen Sachen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr diesen Überschnitt mit einstellt. So, also wir haben... weil ich gerade lese, wie kann ich das bei dem Brother machen mit Schnitt, mit Doppelschnitt, schneide es einfach 2-mal. Du entlädst dann nicht und lässt ihn nochmal schneiden. Also hast du auch 2-mal schneiden. Gut, jetzt gehen wir mal auf Senden und gucken uns das Ganze mal an. So, ich hole euch aber hier wieder auf mein Bildschirm und fange mal an, was zu kleben, weil sonst ist mein Sohn noch beleidigt, dass ich nichts gemacht habe. Aber ich möchte erstmal mir diese Vinylfolie als Hintergrund beziehen. Dann gucken wir uns mal zusammen das Schnittbild an und dann können wir das zusammen bewerten. Nein, es gibt bei Brother keinen Überschnitt. Das gibt es nur bei Silhouette-Geräten. Seht ihr das? Seht ihr das auf meinem Bild? Schaut euch das bitte an. Seht ihr das? Meine Matte klebt nicht mehr genug, aber ihr könnt es sehen, oder? Was passiert, wenn eine Matte nicht mehr gescheit klebt? Das heißt, ich kann das Ganze jetzt, ich lasse ihn jetzt extra schneiden. Dann seht ihr nämlich richtig schön, dass eine leicht klebende Matte, also eine Matte, die nicht mehr klebt, einfach nicht funktioniert. Also wichtig, Matte muss gut kleben. Die hat nicht mehr gut genug geklebt. Ich mache jetzt auf Anhalten. Auftrag abbrechen.
wirklich abbrechen. Alles gut, dass wir das gesehen haben, weil jetzt wisst ihr, was passiert, wenn das Papier überhaupt nicht auf der Matte klebt. So, es hat nämlich jetzt einfach nur da drauf rumgeruckelt. Dem Plotter ist nichts passiert, es hat ja auch keine Schläge getan. Ich gucke mal in mein Messer, ob da was drin ist. Nee. Aber ich gehe jetzt auf die Suche nach einer leicht klebenden Matte. Aber ich dachte, ich hätte noch eine hier unten. Da hinten liegt noch eine. Gucken wir mal. Ja, die klebt noch. Die klebt noch gut. Die können wir nehmen. Habe ich heute auch schon Papier damit geschnitten, wie ihr seht. Also gar kein Problem. Machen wir das Ganze nochmal. Kleben das hier oben fest. So. Was man noch machen kann, ist, dass wir so ein bisschen die Laufrollen hier hinmachen, dass das Papier auch noch ein bisschen gehalten wird. Und jetzt fangen wir einfach nochmal von vorne an. Ich muss jetzt, ich zeige es euch extra nochmal, hoch auf meinem Bildschirm. Sollte das gehen? Nein, das will er nicht. Also ich mache auf jeden Fall, doch, hier, wo ist meine Maus? Meine Maus. Hier. Hier unten, nein, ich muss so bleiben. Es tut mir leid, ich muss so bleiben. Hier unten seht ihr, dass da noch Warteschleife steht. Warum? Weil ich es zwar hier abgebrochen habe, aber natürlich meine Software weiß nicht, dass ich das Ganze jetzt komplett neu starten will. Ich klicke jetzt hier auf diese 1, sehe, dass mein Dokument Liebe noch offen ist. Das breche ich ab und schon hat er wieder die Verbindung und ich kann wieder auf Senden gehen. Und los geht's. Gehen wir hier wieder zurück. Also das mit dem Bildschirmteilen ist kacke. Aber gut, die können natürlich auch nur besser werden, wenn einer Support gibt und hilft und sagt, was los ist. Deswegen mache ich das. So, ich habe ja nicht mit dir platt machen. So, lala. Ich beziehe mir hier jetzt nur gerade eine Overhead-Folie mit Vinyl, weil ich die zwischen die Sonne, Mond und Steine legen möchte. Da geht es mir jetzt rein um mein Projekt. Das hat jetzt gerade nichts mit Papierkuss. So, das habe ich mir gezogen. Und mache mir das einfach schon mal bereit, wenn ich dann gleich die Rahmen zusammenkleben möchte. Ich bin komplett aktuell, Patrick. Die ganz, ganz, ganz aktuelle. Wenn du aber einen Dreier hast, Patrick, und oder deine Porträt bleibt, wo du bist. Alles, was ich heute zeige, hat nichts mit der 4.3 zu tun. Oh, sieht schön aus. Gutes Schnittbild. Lassen wir ihn schneiden, dann könnt ihr euch das gleich angucken. Hallo Sascha, liebe Grüße nach Frankfurt. So, dann gucken wir uns das Schnittbild jetzt einfach mal an. Ich hebe es mal ab, dass ich zumindest sehe, okay, gut, außenrum hat er gut geschnitten. Wenn ich nämlich jetzt gesehen hätte beim Anheben des äußeren Kreises, dass hier schon nichts funktioniert, hätte ich zur Not auch nochmal ein drittes Mal schneiden können. So, wir gucken uns jetzt das Schnittbild mal an. So. Na, ihr seht, er hat schön geschnitten. Es ist nichts, hat sich nichts abgehoben. Ist nichts verfusselt. Das gucke ich gerade mal beim Abziehen. Bei so filigranen Sachen, ihr seht, es ist ja ganz, 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 ganz dünn. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Am besten die Matte so ein bisschen nach unten knicken, dass sich das löst. Sonst reißen wir das Liebe zum Schluss noch kaputt. Das knicke ich jetzt so ein bisschen nach oben.
Und dann heben wir das Ganze ab. Ihr seht, so die Reste kleben da dran. Jetzt fuddeln wir das da raus. Das hat es wunderschön geschnitten. Na, seht ihr mal, ich habe eigentlich gehofft, dass wir so ein bisschen Probleme haben. Aber guckt mal, wie schön der das geschnitten hat. Keine. Habe ich was zum Unterlegen? Keine irgendwie Fussler, keine, also der echt toll geschnitten. Jetzt machen wir mal die Probe aufs Exempel. Das ist jetzt wie groß? Sieben Zentimeter. Wir können es ja mal noch kleiner machen. Das war keine Windradfolie, das war eine Overheadfolie. Gehen wir mal noch kleiner. Also hätten wir jetzt gesehen, okay, gut, er macht Fusselchen, er macht Risselchen, hätte ich den Druck erhöht, einfach mal wirklich gespielt und ausprobiert, in welche Richtung ich hier gehen muss. Vielleicht haben wir jetzt, wenn wir kleiner gehen, mehr Probleme. Oder wir nehmen einfach mal beim kleineren ein anderes Problem. Ich habe jetzt nichts anderes gemacht unter dem Tisch. Hier unten steht ein Papiereimer. Einfach alles abgeschrubbelt und weiter geht's. Was nehmen wir jetzt für ein Papier? Was habe ich noch hier? Das ist so ein buntes, aber das ist relativ dünn. Das ist weiß. Gucken wir mal. Für Liebe. Was haben wir denn hier Schönes? Heute Designpapier mitgenommen. Für Liebe wäre ja irgendwas mit Rosa und Blümchen oder sowas ganz cool. Hier nehmen wir das Rote. Ach. Hier habe ich ein Rotes. Das ist sogar ein bisschen mit Struktur. Ah, das hat so eine leichte Struktur obendrauf. Probieren wir es einfach mal aus und gucken mal, was passiert. Das ist ab, deswegen habe ich das jetzt wirklich nur beklebt. Also wir gehen jetzt, ich gehe jetzt wieder in mein Programm, gehe aber runter auf Messer 3, lasse den Druck gleich, wie er ist, mache Durchgänge 2 und gucke mir das Ganze einfach an. Halt, kleiner wollte ich es machen. Und zwar wollte ich 5,6. Ich meine, man muss auch realistisch bleiben, ne? Sonst wären das wirklich Haarrisse. Gehen wir mal auf, also diese ganz dünnen Linien. So, senden. Ach so, ich bin bei Be Live, Patrick. So, jetzt fange ich mal an, das Ganze hier zusammenzukleben. Während der hier schneidet, der schneidet das Liebe jetzt. Weil viele gefragt haben, wie ich das mache. Ich nehme 3D-Patches. Sieht folgendermaßen aus. Das sind diese kleinen Teile, die man zu 100-fach kaufen kann. So. Die Sterne von Sonne, Mond und Sterne. Das ist von der Steffi von Tante Plotter. Also das heißt, was habe ich hier? Die 3D-Patches. Habe eine Pinzette da. Und dann klebe ich mir das einfach dreidimensional über. Gucken wir das Ganze mal an. Dann können wir es auch noch belasten. Genau, entweder mit dem Spatel von Silhouette oder dann gibt es auch noch andere Spatel, der da zum Beispiel. Da könnt ihr es schön abheben. Da hast du recht. So, 3D-Klebepatches übereinander. Dann könnt ihr das Ganze nämlich ganz einfach übereinander setzen. Ich glaube, die Sterne waren ganz hinten. So. Zweimal, dreimal, viermal und schon haben wir die erste Schicht. So kriegt man den schönen dreidimensionalen Effekt. Ihr schneidet noch und jetzt zeige ich es euch. Das ist nicht mein gutes Schnittbild. Da seht ihr, es ist aufgefuddelt, es ist nicht durch. Ist nicht bis hinten durchgegangen. Das ist kein gutes Schnittbild. Ich hatte jetzt Messer 3 und 24. Ich gehe jetzt hoch auf Messer 4 und gucke mir das Ganze dann einfach nochmal an. Ich hatte Messer 3
gucke aber erst einmal noch ganz schnell, ob hier unten was drin ist. Da ist auch was drin. Guck dir mal. Das mache ich raus. Messer wieder rein. Gehe auf Messer 4 und probiere das ganz einfach nochmal. Schieb's aber weiter nach rechts und dann können wir uns das Schnittbild bei dem nächsten Mal anschauen. Und weiter geht's. Könnt ihr euch nämlich gleich mal die unterschiedlichen Schnittbilder anschauen. Die Folie ist dick, das Papier ist dicker, es ist geschöpft, es hat eine Struktur. Und so wie es aussieht, hat es sieht scheiße aus. Wir haben gesehen, es ist nicht einmal durchgegangen. Das ist schon mal besser. Es ist halt schon sehr dünn. So, da haben wir das nächste drauf gemacht. Ich finde es ganz lustig. Einige sagen, ich bin weg, dann sagen die anderen, ich bin nicht weg. Also da müsst ihr immer auch mal gucken. Ich weiß, ich war letzte Woche nicht gut, aber eigentlich liegt es nicht an mir. Ich habe mittlerweile das höchste Glasfaser, was es gibt hier. Außer meine Software spielt natürlich. So, Sonne, Mond und Sterne. Sonne, Mond und Sterne. Kleben jetzt mit den Klebepatches übereinander. Ich habe jetzt schon zwei Lagen gemacht. Und durch diese Patches haben wir einen schönen dreidimensionalen Effekt. Ja, ich bin auch noch krank. Bei uns ist irgendwie noch keiner wirklich gesund. So. Nächstes. So, dann gucken wir mal. Entladen. Also schön ist es immer noch nicht. Aber es ist zumindest mal durch. Ich zeige es euch. Ihr seht, es ist immer noch gerupft. Aber zumindest sind wir schon mal durch. Ich nehme es jetzt mal runter. Mit dem Spatel ganz vorsichtig. Und dann gucke ich mir mal an. Der Spatel ist so dreckig. Habe ich wieder irgendwas anderes damit gemacht. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Also es ist zumindest durch. Man sieht es auch auf der Matte. Aber das teilt sich hier. Also es sieht nicht schön aus. Also ich bleibe aber bei Messer 4. Ich bleibe bei Messer 4, aber ich gehe mit dem Druck ein bisschen runter. Auf 20, 21. Gucken wir das Ganze einfach nochmal an. Senden. So, weiter geht's. Habe ich die schon abgemacht? Nein. Das ist nämlich ganz praktisch. Dann kann der, sucht euch so ein Projekt am besten aus. Irgendwas, macht was anderes und dabei könnt ihr euch durchs Papier testen. Und das macht ihr vielleicht jetzt mal 10 Minuten lang, Viertelstunde mit so einem, weil es ist natürlich jetzt auch wirklich ein kleines Motiv, das Liebe. Da treiben wir das Ganze in die Spitze. Aber wenn ihr euch da damit mal beschäftigt habt und ihr habt dann für das Papier die richtige Einstellung gefunden, geht es dann ratzfatz. Morgen ist Halloween, da ist nirgendwo Feiertag, aber am Freitag ist zum Beispiel bei uns in Bayern Feiertag, aber in Hessen nicht. Das weiß ich zufällig. So, das sieht total süß aus. So. So, jetzt machen wir das Ganze von hinten wieder zurück. Aber erst würde ich sagen, wir beleuchten das vielleicht sogar wirklich. Wollen wir das beleuchten? Wäre schon schön.
müsste ich das nur noch einmal bekleben. Noch eine Overhead, oder wir machen eine Schicht Sterneneffektfolie, das können wir auch machen. So. Schön, dass ich da schneide, wo nichts ist. Ich muss jetzt abbrechen, weil ich genau da geschnitten habe, wo ich nichts hingeklebt habe. So. Breche ich ab. So, nochmal. Ich gehe jetzt mal. Ich muss nur gucken, dass ich mein Liebe natürlich dahin schiebe, wo da auch was ist. Was ist das für ein Feiertag? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Keine Ahnung. Seit ich Mutter bin, weiß ich, dass Feiertage zumindest bei kleinen Kindern mir nichts bringen. Deswegen habe ich mich dafür nie interessiert, was da für ein Feiertag ist. So. Ich nehme jetzt Sterneffektfolie. Ich glaube, es ist ein Stern und keine Sternchen. Ja. Ja, es sind dreieckige, schaumstoffartige Klebeplättchen. Es gibt, weil ich das gerade lese, es gibt natürlich auch doppelseitiges Klebeband, das du nehmen kannst, oder Klebepunkte. Ich möchte aber einfach diesen dreidimensionalen Effekt ein bisschen mehr haben. Deswegen nehme ich diese, ja, diese Klebepads. Die aber nichts anderes sind wie dickere Klebefolie. Reformationstag. Vielen Dank. So, jetzt mache ich mir das mal soweit fertig, dass wir das hier verstecken können mit dem Kabel. Mache mir das fest. Wenn ich mehr Zeit habe, nehme ich mir einen Pattex und klebe es fest. Ich nehme jetzt mal einen Tesafilm. Haha, der leer ist. Sehr schön. Wir müssen Liebe, so wie es aussieht, ein wenig größer machen. 5 cm ist wirklich ein bisschen Bosch. Sieht mal ein bisschen größer für den nächsten Test. Der schneidet falsch. Doch, jetzt mittlerweile ist da wieder Papier. So. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? So. Reformationstag. So, Tesafilm wollte ich auffüllen. Ich mach's mal einen Ticken größer wenigstens. So. Da ist der Anfang. Extra die Tesa gekauft. Wie gesagt, es ist jetzt nur schnell. Wenn ihr das zu Hause macht, könnt ihr auf dem Plex Pattex nehmen, dass es richtig fest ist, aber wenn ihr es halt so wie ich jetzt mal kurz mit Tesa macht, könnt ihr es wenigstens auch schlachten. Das wäre vielleicht auch schön gewesen, wenn er reinkam. So. So, dann machen wir das noch fest. Festmachen und dann machen wir einfach gleich mit den drei dimensionalen Klebepads weiter. Das legen wir uns hier rein. Wie gesagt, ihr könnt es auch mit den da gibt es so kleine Klebepads, mit denen man es festmachen kann. Ich mache es jetzt einfach mal brachial, ganz schnell mit Tesa, dass wir vorwärts kommen. Der schneidet in die Matte. Nee, der schneidet nicht in die Matte, da ist was. Und wenn er die Matte schneidet, ist es jetzt auch mal eine große Matsch. Morgen ist bei euch auch Feiertag. Okay, cool. Katrin, wo kommst du her? So. So.
Jetzt machen wir die nächste Schicht drauf. Nämlich die da. Schleswig-Holstein, ah, okay. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wo ist mein Schabe? Hier. So, ist es durchgeschnitten? Ja. Dann hole ich mir das jetzt hier nach runter. So. Machen wir das raus. Ein bisschen. Ganz vorsichtig bei dem dünnen Ding. Ja, das ist noch nicht hundertprozentig meine Einstellung, aber wir sind schon mal in der richtigen Richtung. Also ihr seht, es ist jetzt schon mal geschnitten, aber noch nicht hundertprozentig. Ja, es ist gefuselt. Ja, da müssen wir noch weiter probieren. Bei diesem Papier. Das ist, wie gesagt, das ist mit so einer Büttenschöpfung. Da müssen wir einfach nochmal weiter probieren. Das finden wir aber trotzdem. Ich mache mal das ein bisschen kürzer, dass wir wieder oben sind. Schaben das ab. Okay, dass er mir das oben irgendwo reinzieht. Vielleicht gehe ich sogar mit dem Messer ein Stück zurück und mache drei Durchgänge. Bei so einem Ding probiere ich jetzt einfach auch mal aus. Ich gehe auf Messer 3, nehme den Druck runter, mache mal drei Durchgänge. Gerade bei so einem geschöpften Papier einfach mal ausprobieren. Aber das sieht mir aus, als würde er zu sehr drauf rumdrücken. Das ist Sternchen-Effektfolie übrigens. Das sehe ich gerade. Ach, es wäre schön, wenn man die abzieht. Niedersachsen auf, okay. Ist noch alles gut? Katja, seht ihr mich noch? Nee, hab meine Mathe nicht mehr gescheit. Aber es sah schon mal besser aus. Hier klebt sie noch gut, hier unten klebt sie noch. Nächste Schicht. Ich muss das heute noch fertig machen, sonst kriege ich meine Schimpfe. So, nächstes. Ich muss den mal ein bisschen festhalten. Ausfahren, dass ich das festhalten muss. Nächste Schicht. Das ist wenigstens für Max morgen sein. Sterne. Sonne, Mond und Sterne wieder. Dankeschön für eure Geduld. Auch diese Software wird hoffentlich irgendwann mal ausgereift sein. Vielleicht sind die irgendwie mit Zimmerheit verbandelt. Wer weiß, wenn ich das rausfinde. So, wo waren wir? Was ist das unterste? Sterne, ne? Ja. Sterne. Dann die Sonne. Das Einzige, was immer blöd ist, ist, dass man bei diesen 3D-Klebepads immer vorne das auch noch abmachen muss. Sowas nervt mich immer, wenn man dann mit der Pinzette oben, unten, rechts, links. Aber es sieht halt trotzdem cool aus. Also wer bei Action, Teddy und Co., das seht ihr jetzt gerade hier, dieses handgeschöpfte Strukturpapier mitnimmt,
wird sich jetzt spätestens, nachdem ihr gesehen habt, was alles ging mit dem ganz normalen Cut, mit diesem Kraftpapier, das qualitativ hochwertig war, ne, das war jetzt Gemundpapier, hochwertig, ging super schön, nee, Folie, Entschuldigung, ließ sich super schön schneiden. Und jetzt habe ich hier das Günstige, das Fusselige, das einfach die Struktur hat. Das ist nicht ganz so einfach. Ich bekomme alles mit. Nur bei vielen Sachen habe ich mir, bevor ich Panikattacken kriege, einfach angewöhnt. Nicht gleich die Panik zu kriegen. So, Sonne, Mond und Sterne. Einlage noch, dann machen wir sie zu und dann haben wir zumindest das erledigt. Nee. Dieses Papier, das ich heute gekauft habe, werde ich wahrscheinlich so wie es ist in die Tonne kloppen. Und wir schneiden das mit dem Kraftpapier in der guten Qualität jetzt gleich nochmal in der kleinen Größe und gucken mal, wie groß sich das da damit schneiden lässt. So. Sonne, Mond und Sterne. Nein, ich bin nicht klein. So. Sadala. Sonne, Mond und Sterne habe ich somit fertig gemacht. Aber es sieht natürlich, ne, schon ein bisschen dämlich aus. Ich habe hier, wie gesagt, die Öffnung, wo ich es an- und ausmachen kann. Na, das kann ich hier einfach an- und ausmachen. Aber trotzdem, wenn ich es jetzt so hier aufhängen würde, wäre es jetzt nicht wirklich schön. Dann machen wir jetzt ganz schnell noch von unten. Das orange Papier ist auch vom Action, aber ist kein Strukturpapier. Ich brauche eine Matte. Ich brauche eine leicht klebende Matte. Hab ich sowas nicht? So, was haben wir denn hier? Normal, 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 super. Was habe ich hier? Normal Porträt, normal Porträt, normal, normale Klebekraft. Warum habe ich eigentlich nur normale Klebekraft und davon so viel? Haben wir hier noch, das ist auch Porträt. Das ist leichte Klebekraft. Da steht nichts. Da ist starke Klebekraft, kann ich schnell nehmen. Und so schnell kriege ich die gar nicht entklebt. Nochmal. Leicht. Aha. Das ist nämlich das Praktische. Das Porträt. Ich nehme es einfach quer. Ich habe viel zu viele Matten hier. Ich kriege ganz oft die Rücksendungen hierher geschickt. Und natürlich grundsätzlich die Matten, die ich eigentlich gerade gar nicht brauche. So, das ist jetzt eine leichtklebende. Ich suche jetzt mal, ob ich von diesem Kraftpapier noch was habe. Das klebe ich mir da jetzt drauf. Quer. Natürlich muss ich aufpassen, dass ich es nicht bis unten hinschneide. Ich gucke nochmal in mein Messer rein. Da ist aber alles gut. Und jetzt schneiden wir das mit unseren Einstellungen, die wir vorhin aufgeschrieben haben. Was war das? 4, 24, 2. 24. Zwei Durchgänge. Sadler. Was ich jetzt noch mache, dass wir das fertig machen können, ich gehe jetzt hinter an meinen Zuschneidetisch und schneide mir 2 cm breiten Streifen. So. 2 cm breit, seht ihr mich? Ja. Ganz einfach. Das habe ich hier an Papier. Ich könnte aber auch ein orangenes nehmen. Das habe ich nie genommen. Gelb, orange, orange und lila. Können wir das nehmen? Ja, das kann man nehmen. Mach einfach mit der Schneide, Ding 2 cm und guck mal.
schneide der echt schön wieder. So, jetzt habe ich mir 2 cm breite Streifen geschnitten. Und jetzt machen wir nichts anderes, als uns damit quasi das Ganze hier zu verblenden. Und schon sieht das Ganze nämlich auch aufgehangen schön aus. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht den Teil zuklebt, wo ihr es an- und ausmachen könnt. Ne? Das wäre natürlich sonst. Kleber. Ja, glaubt mir eins, Spaß macht es nicht. Zum Glück merke ich, musst du nie die rechte Rolle korrigieren. Ja, schieben wir es halt wieder ein bisschen nach rechts. Das ist jetzt nicht dramatisch in dem Fall. Blöd ist es nur, wenn du jetzt irgendeine Folie schneidest. Ich zeige euch jetzt das Schnittbild gleich mal. Sieht gleich ganz anders aus. Andere Qualität. Und sofort habt ihr ein schönes Schnittbild. Jetzt machen wir es nochmal nebendran noch kleiner. Qualität vom Papier ist halt einfach A und O. Steuerung C, Steuerung V. Ich mache es jetzt direkt nebendran noch kleiner. Senden. Weiter geht's. Genau, oder ein Satinband außenrum. Genau, das kannst du auch machen. Die sind ja auch so breit, da könnt ihr euch total austoben. Ich mache jetzt nichts anderes, außer das wirklich brachial da festzukleben. So, wo ist die Öffnung? Die will ich natürlich nicht zukleben. Hier. So, jetzt klebe ich mir das hier bei. Seite Nummer 1 schön festhalten und die Seite Nummer 2 auch gleich. Was für eine Rolle bei welchem Modell? Ich habe die Porträtmatte nicht in Hochformat genommen, sondern in quer. Deswegen muss ich hier nichts korrigieren. Ich habe sie nicht so rein, sondern so rein und somit hat sie die gesamten 12 Inch ausgefüllt. So, Seite 1 ist fertig. Schneiden wir uns hier noch ein Stück. Liebe Grüße ans Lädchen, gerade weil ich es hier sehe. Ich bin in 2 Wochen am 9. Was ist der 9.? Samstag. Entladen. Guck mal, wie klein. Da kam mir jetzt zwar was entgegen, das ist aber nicht ganz so dramatisch. Aber da ist die Liebe auch. Das probieren wir jetzt mal abzulösen. Ganz vorsichtig, weil die Matte klebt natürlich jetzt. Na, da müssen wir jetzt gucken, ich hatte die Matte so drin. Dementsprechend muss ich da nichts. Ach, ich mache das jetzt erstmal ganz schnell fertig, dann nehme ich die Liebe ab. Also hätte ich es so gemacht, hätte ich die rechte Rolle korrigieren müssen, rüberschieben. Ich habe es aber im Querformat gemacht, dementsprechend musste ich nichts angleichen. Na, deswegen. Somit kann ich zumindest A4-Folien im Querformat schön benutzen, bis ich mir wieder entweder die anderen Matten von stark klebend auf leicht klebend gemacht habe oder ich wieder welche habe. So, da brauche ich den Platz zum. An- und ausmachen. Ich liebe den Kleber. Den hat die Miriam Brückner mir mal empfohlen. Das ist eigentlich ein Textilkleber. Und wenn ihr euch da verklebt, ist es überhaupt nicht schlimm. Dann könnt ihr es nämlich einfach wegrubbeln. Ach so, ja, ich bin im Slädchen in Langgöns. Das ist in Richtung Gießen bei mir auf der A45. Und da komme ich vorbei. Da bin ich dann auch bald. Das sage ich euch aber nochmal Bescheid. So, und schon habe ich halt, wo steht es ab? Hier, das muss ich nochmal festkleben, dass es nicht absteht. Habe ich mir das Ganze zugemacht außenrum, dass es schön aussieht. Ich mache jetzt gleich noch ein Band dran. Dann zeige ich es euch im Dunkeln. Ein Band. Aha, ein Band. Tada, ein Band. Ich habe nur einen Doktor. Da habe ich sogar noch ein gelbes.
Und dann gucken wir gleich, dass wir uns die Liebe nochmal ablösen. Dann seht ihr nämlich, wie schön filigran das geht. Und da gibt es das O-Tannenbaum zum Beispiel. Das haben sie wieder umgefällt, mir aber eigentlich auch ganz gut. Das ist das Kleinliebe. Nicht, dass ihr denkt, dass mir das Spaß macht. Ich nehme den Golden Flix Plus, ist eigentlich ein Textilkleber. Wie gesagt, den mag die, den hat mir die Miriam Brückner von miriamkreativ.de empfohlen, weil ich bin ja so eine, die gerne am Tisch festklebt. Den ersten Stream, den wir hatten. Und das ist so ein Kleber, der wird zu Popeln und dann kann man wegrubbeln. Das ist total praktisch, gerade wenn man irgendwo festgeklebt ist, so wie ich das immer gerne gemacht habe. Jetzt habe ich mir kaputt gelacht, wenn ich irgendwie, wenn wir zusammen gebastelt haben oder sie mir was gezeigt hat und ich bin mit meinen zwei Fingern auf der Schreibtischunterlage festgeklebt und mit dem Golden Fix Plus könnt ihr euch dann einfach freirubbeln. Sodla. Guckt mal, und so schnell kann man das dann auch eben aufhängen. Könnt ihr mal gucken, was passiert, wenn das Licht ausmacht. Wahrscheinlich nicht viel bei zwei riesengroßen Bildschirmen. Doch ein bisschen besser sieht man es, glaube ich. Also sie beleuchtet schon echt schön aus. Aber die Bildschirme sind halt einfach viel zu hell. Doch ein bisschen. Ich mache euch dann noch Fotos. Sie mir gefällt es richtig gut. Kann ich das eigentlich das Licht mal auslassen? Naja, nee, wahrscheinlich. So, vorne und hinten schön. Ihr könnt natürlich auch einfach das Ganze einlagig machen, wie ich das hier bei dem O-Tannenbaum gemacht habe. Na, vorne und hinten zum Aufhängen. Oder ihr nehmt das Home Sweet Home, macht es nur einlagig und macht hinten was dran. Ihr müsst es ja nicht beleuchten. Aber das ist einfach nur mal so als Idee. Wichtig ist nur, dass ihr es gegengleich macht. Gerade wenn ihr eine transparente Folie zwischen reinnehmt. Sonst könnt ihr beim Durchgucken, ne, ihr müsst gucken, dass es passt, dass es einfach wirklich gegengleich aneinander ist. Ich habe halt eine Glastür zum Beispiel am Eingangsbereich. Da ist es schön, wenn es von vorne und von hinten schön aussieht, weil es scheint einfach durch. Wir nähen jetzt noch die Liebe hier ab zusammen, dass ihr mal sehen könnt, wie schön man das schneiden kann mit einem qualitativ hochwertigen Papier. Ich hoffe, wir kriegen es runter, gerade weil das ganz neu ist. Und guckt mal, wie es klebt. Machen wir die Liebe mal ab. Ich spachtel das jetzt gerade mal ab. Schön vorsichtig. Ich will es ja nicht kaputt machen. So. Können wir rausnehmen, das ist schön. Sieht man mal, wie klein das geht. Krass. Wo hänge ich? Ach, ich halte es selber fest. Sehr geil. So, die Liebe. In dem Fall muss ich wirklich aufpassen beim Ablösen, weil die Matte einfach noch so gut klebt, dass ich diese ganz dünne Geschichte. Schau dir mal, wie klein das ist. Das ist wirklich winzig und das ist Papier. Da könnten wir jetzt sagen, wir kleben Sterneffektfolie hinten dran oder was auch immer als transluzente Vinyl oder eine transparente Vinyl oder eben so. Und dann aufgehängt und gut ist oder einfach nur so. Ich habe mit der Manuela gesprochen von Letterling, der hat auch gesagt, ihr könnt die genauso gut oben einfach abschneiden und in Christbaumkugeln reinmachen. Also da geht jede Menge. Ihr Lieben, ich denke, das war so ein bisschen was zum Thema Papier. Ihr habt gesehen, was passiert, wenn ihr ein qualitativ schlechtes Papier habt, weil es lag definitiv nicht an der Datei, sondern einfach Papierqualität nicht gut, zu strukturiert. Da habe ich es jetzt gerade nochmal abgemacht in größer. Ups. Ne? Schon sehr, sehr cool. Liebe O-Tannenbaum, was auch immer. Probiert euch an Papier. Es geht super viel. Schaut bei Miriam Brückner von miriamkreativ.de rein. Die hat super schöne Rahmen, Pop-up-Karten, alles Mögliche. Gerade jetzt in Richtung Weihnachten an Geschenken. Abartig, wie schön. Ihr habt ja letzte Woche gesehen, diese schöne Banderole auch.
Hier haben wir auch noch mal so ein Ding. Das ist jetzt von der Steffi von Tante Plotter, mein Nutella-Glaskrippe. Auch beleuchtet. Das ist alles gemacht mit Papier. Wenn ihr einmal eine gute Einstellung für euer Papier gefunden habt, könnt ihr die aufschreiben und könnt euch in alle Richtungen austoben, egal ob das jetzt der Rahmen in dieser Leuchtkreis ist in der Größe von 10 cm oder 5 cm. Wir müssen nur auf der einen Seite auch mal bedenken, zu klein geht dann natürlich auch nicht. Das ist wie beim Vinyl manchmal auch, wenn man sieht, es sind wirklich haarkleine Linien. Da muss man auch sagen, irgendwo muss man dem Plotter auch zugestehen, dass er nicht zaubern kann. Aber es geht einfach jede Menge. Ich bin kein Zauberer, aber ihr seht, es geht jede Menge. Da, du bist großartig, sieht in Vinyl auch super schön aus, auch auf einem T-Shirt. Probiert euch an Papier, guckt, wenn ihr Fragen habt, bei Miriam Brückner von miriamkreativ.de dabei. Sie kennt sich mit Papier aus, sie ist einfach gut, sie hat super Anleitungen geschrieben. Ansonsten tobt euch aus, guckt mal bei Letterling vorbei, die Schriftzüge, da gibt's noch eins mit Beautiful und You and Me, total schön, kann man eben mit Flex, mit Vinyl und mit Papier schön umsetzen. Und da unsere Familie wächst, dann ab November auch noch wahrscheinlich mit Holz, sollte er dann auch nachziehen mit den, also der Vierer nachziehen mit den Messern auf der rechten Seite, soll er ja auch Balsaholz können. Der junge Mann, der hier rechts von mir steht, kann schon Holz, den gibt's ab November, da freuen wir uns sehr drauf. In diesem Sinne, wie lang schneidet man mit einem Messer zum, beziehungsweise wie viel? Also ich schneide jeden Tag, jetzt im Moment gerade durch meine Krankheit nicht so viele, weil du musst mal sagen, der schneidet bei mir am Tag ungefähr 3 Stunden durchgängig und ich habe mein Messer bestimmt ein halbes Jahr, bevor ich es tausche. Und meine Schneideleiste sieht aus wie Sau, da klebe ich dann immer Tesafilm drauf. Das Gerät sollte ganz dringend mal abgestaubt werden, mache ich aber nicht. Also die sind cooler, als man oftmals denkt. Genau. So, ihr könntet da zum Beispiel jetzt auch eine Laterne draus machen, weil ich es gerade gelesen habe. Ist ja St. Martin auch schon bald wieder. Und wenn ich jetzt keine Lust mehr habe und sage, nee, mache ich nicht, mache ich das Licht einfach wieder aus. Deswegen habe ich mir unten die Ecke gelassen und werde das dem Max dann so über mein Bett hängen. Ihr Lieben, nächste Woche ist keine Sprechstunde, da werde ich während, da bin ich um 21 Uhr noch im Zug, bin geschäftlich unterwegs. Wir sehen uns dann die Woche drauf wieder. Ich möchte unbedingt mal wieder Stress machen. Dann gehen ja auch schon bald die Adventskalender auf die Reise. Wir sind hier schon, ich bin ja froh, dass ich es weit genug weggelegt habe, ganz fest an der Adventskalendervorbereitung. Da freue ich mich auch sehr. Also die einen haben und noch nicht in der Gruppe sind, bitte langsam mal eintreten. Es geht bald los. Wir freuen uns schon sehr. Und ich werde jetzt, nachdem ich das Ganze hier runtergeladen habe, die ganzen Hänge rausschneiden. Aber zumindest war ich dann immer ganz weg und bin nicht stehen geblieben. Aber wir, na, Stück für Stück kriegen auch die ihre Software wieder hin, denke ich. So, ich muss jetzt ganz dringend was trinken und wieder auf die Couch. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Die Eva für Plaudemarie. Tschüss.